Lernen Sie Windows 11 kennen mit Windows 11. Die Grundlagen. Ja, das ist eine interessante Webseite von Microsoft, die ich noch nie mir so richtig durchgelesen habe. Die habe ich vor kurzem entdeckt. Kenne Windows 11 schon eine Weile, ihr wahrscheinlich auch. Trotzdem arbeiten wir das mal durch. Vielleicht entdeckt der ein oder andere noch das neue Feature, das er noch nicht kennt. Probieren wir es aus. Zunächst gibt es die universelle Suche. Die erreichen wir, wenn wir zum Beispiel hier draufklicken, oder die erreichen wir auch hier über das Startmenü ganz oben und alternativ zum Beispiel auch, wenn wir Windows-Taste und S drücken, hat dann den gleichen Effekt. Hier können wir in allen Bereichen suchen, speziell nach Apps, speziell nach Dokumenten im Web und so weiter oder eben alle. Die Suchfunktion wurde ja zuletzt komplett überarbeitet. Dann gibt es Desktop-Gruppen, das kennt ihr vielleicht von macOS oder von Linux, und um Desktop-Gruppen nutzen zu können, brauchen wir diesen Button hier unten. Den könnt ihr euch einstellen über Taskleisten Einstellungen aktive Anwendungen. Da könnt ihr den Button ein- und ausschalten, den brauchen wir zwingend. Wenn wir da draufklicken, können wir uns hier einen neuen Desktop anlegen. Desktop 1, das ist der hier. Desktop 2, das ist der hier. Und wir können unabhängig voneinander verschiedene Programme starten, zum Beispiel Paint. Können da irgendwas bearbeiten, können da ein Bild erstellen. Und jetzt können wir jederzeit über diese Anwendungen-Taste zwischen den Desktops wechseln. Auf dem Desktop Nummer 1 läuft jetzt eben der Edge-Browser und sonst nichts. Von Paint wird hier nichts angezeigt. Und wir können auch auf den Desktop 2 wechseln. Da wird vom Edge-Browser nichts angezeigt. Und so können wir uns halt verschiedene Arbeitsbereiche erstellen, können für etwas mehr Ordnung sorgen, für etwas mehr Organisation. Ich nutze diese Funktion selber nicht. Ich nutze nur einen Desktop, aber vielleicht ist das was für euch. Deswegen probiert es einfach mal aus. Jetzt habe ich Desktop Nummer 2 geschlossen. Ihr habt es gesehen. Und jetzt sind auf Desktop Nummer 1 plötzlich beide Anwendungen vorhanden. Also es besteht auch keine Gefahr, dass da versehentlich was nicht gespeichert wird oder so. Das sind Desktop-Gruppen. Dann wird hier aufs Microsoft-Konto hingewiesen. Das möchte ich jetzt nicht extra aufgreifen, das Thema. Müsst ihr selber wissen, ob ihr eins nutzt oder nicht. Ich glaube, inzwischen ist es sogar Zwang, ne? Ein Microsoft-Konto zu haben. Weiß ich nicht genau. Hier verschiedene Tastatur-Kurzbefehle. Auch sehr interessant. Will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weil ich so ein bisschen eine spezielle Tastatur habe. Wir können aber zum Beispiel mal hier den Zwischenablageverlauf öffnen mit der Windows-Taste V. Das kann für den einen oder anderen vielleicht auch eine hilfreiche Sache sein. Zuletzt verwendet Zwischenablage, Emojis, GIFs und vieles mehr. Letztendlich kann man all das über Windows V aufrufen. Das hier ist wie gesagt die Zwischenablage. Hier wird der Verlauf angezeigt, vorausgesetzt ihr habt das eingeschalten. Das ist auch eine ziemlich praktische Funktion, weil man sich dann Copy und Paste mäßig, also Dinge zurückholen kann, die man mal irgendwo reinkopiert hat, so, die man aber nicht mehr weiß, wo man sie her hatte oder was weiß ich. Auch eine interessante Funktion, die ich an der Stelle aber auch nicht näher erläutern möchte. Wenn ihr das nutzt, dann müsst ihr euch selber damit auseinandersetzen. Windows OneDrive nutze ich persönlich auch gar nicht. 5 GB kostenloser Speicherplatz, sollte ich mal drüber nachdenken, das vielleicht wieder zu nutzen in Zukunft. So, Tipps kann man hier öffnen, erste Schritte kann man hier öffnen. Entdecken Sie überraschende Dinge rund um Windows. Wir klicken uns jetzt hier aber in den nächsten Bereich. Lernen Sie Windows 11 kennen, ein ganz neues Aussehen. Taskleiste. Navigieren Sie schnell zu Ihren bevorzugten Apps, sehen Sie die Zeit und vieles mehr direkt über die Taskleiste. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Taskleiste in Windows. Dann wird die Suchfunktion hier nochmal vorgestellt. Der dunkle Modus wird hier nochmal vorgestellt. Wir kommen da auch direkt zu den Personalisierungseinstellungen oder auch nicht. Haha, das ist mal wieder so ein bisschen typisch für Microsoft. Außerdem gibt es jetzt Registerkarten im Explorer. Das kann ich euch auch mal zeigen. Mein Explorer erreiche ich
Über diese Kurzfunktion, wie man das einrichtet im Startmenü, habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Eventuell verlinke ich das am Ende dieses Videos, wenn ich es selber finde. Und hier können wir jetzt per Steuerung Tab, Steuerung T, um genau zu sein, per Tastenkombination, wie man das vom Edge her kennt, auch im Explorer verschiedene Tabs öffnen. Das ist, soweit ich weiß, auch eine relativ neue Funktion von Windows 11. So, dann gibt es das Snipping-Tool. Falls ihr das nicht kennt, könnt ihr das mit der Windows-Logo-Taste Umschalt und S aufrufen. Das Snipping-Tool sieht so aus. Hier könnt ihr verschiedene Dinge aus eurem Bildschirm ausschneiden, indem ihr einfach den Bereich groß zieht, den ihr fotografieren wollt. Das Ganze könnt ihr dann abspeichern und mit einem Grafikprogramm weiter bearbeiten. Ich habe mir hier unten das alte Snipping-Tool in die Taskleiste gezogen. Das sieht wieder ein bisschen anders aus. Es ist wieder alles ein bisschen verwirrend, warum es da verschiedene Versionen gibt und so weiter. Auch das ist irgendwie typisch Windows. Dann wird hier nochmal auf die Tipps-App verwiesen. Wechseln Sie ganz einfach zu Windows 11. Hier wird Windows Hello nochmal vorgestellt. Die Anmeldemethode OneDrive. Los geht's. Microsoft Edge, nachhaltiges Zubehör. Das ist vor allem eine Menge Werbung hier. Personalisieren Sie Ihre Erfahrung. Es gibt Sammlungen in Microsoft Edge, die einem helfen, den Überblick über die Ideen im Web zu behalten. Wählen Sie Sammlungen aus, um eine neue Sammlung zu erstellen, oder fügen Sie Ihre aktuelle Microsoft Edge-Seite zu einer bestehenden Sammlung hinzu. Diese Sammlungen kann man dann auch exportieren. Also das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art extra Lesezeichenverwaltung. Hier speichert man Dinge ab, die man vielleicht später nochmal braucht und findet die dann alle auf einen Blick, thematisch geordnet, vorausgesetzt, man hat sich für jedes Thema eine Sammlung angelegt. Spracheingabe erreichen wir mit Windows-Taste und H. Digitaler Stift, keine Ahnung, das ist irgendwas, was man von Apple kopiert hat. Wahrscheinlich eben für die spezielle Microsoft-Hardware, ich weiß gerade nicht mal, wie das Ding heißt. Dann gibt es die Personalisierung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Personalisieren oder, das ist auch nicht mehr ganz aktuell, wie ihr hier seht, oder Anpassen. Hier geht es darum, wie man sich den Desktop anpassen kann nach seinem persönlichen Geschmack. Andocken. Zeigen Sie auf die Schaltfläche zum Maximieren eines Fensters oder drücken Sie die Windows-Taste Z und wählen Sie dann ein Undock-Layout aus, um den Bildbereich und Ihre Produktivität zu aktivieren. Windows-Taste Z. Ja, so können wir uns schnell auf einen Blick Tabs und offene Programme anzeigen lassen. Auch interessant, ungefähr der gleiche Effekt, wie wenn wir hier die aktiven Anwendungen auswählen. Das zum Thema Andocken. Dann werden hier Apps und Tools vorgestellt. Zum Beispiel die Foto-App, die ich persönlich nicht nutze. Microsoft Store wird hier vorgestellt. Die Smartphone-Link-App können wir uns mal im neuen Fenster öffnen. Der Microsoft Edge wird vorgestellt. Den benutze ich seit einiger Zeit, seit die Edge-Suche stark verbessert wurde. Erleben Sie das neue Aussehen von E-Mail-Kalender und sogar Paint. Okay. Paint haben wir gerade gesehen. Neuigkeiten und Ankündigungen für die Smartphone-Link-App. Kontakte synchronisieren, erstellen, anzeigen und bearbeiten von Kontakten und Kontaktlisten in Outlook.com. Löschen Ihre Kontakte aus Teams, verwenden Sie Ihre mobilen Apps direkt auf Ihrem PC. Sich selbst E-Mails zu senden ist wirklich altmodisch, nutzen Sie einfach Drag and Drop. Sie können jetzt Dateien oder Bilder zwischen Ihrem Android-Gerät und dem PC übertragen, indem Sie sie von einem Gerät zum anderen ziehen. Beginnen Sie damit, den Smartphone-Bildschirm in der Smartphone-Link-App zu öffnen und ziehen Sie dann einfach die gewünschten Dateien zwischen Ihren Geräten hin und her. Es gibt ein paar Ausnahmen, daher gibt es hier weitere Informationen zum Drag and Drop von Dateien. Das habe ich selber auch noch nie ausprobiert. Hier kopieren, dort einfügen. Ich weiß nicht genau, mit welchen Handys das funktioniert, müsst ihr selber ausprobieren. Auch eine Funktion, die man von Apple sich abgeguckt hat. Ich habe kein Android-Smartphone, deswegen kann ich zu all dem nicht besonders viel sagen. Aber schön, dass sich da was getan hat in der Richtung. Gibt, glaube ich, auch von Google eine Funktion, die so ähnlich funktioniert wie Apple Air, nämlich Nearby oder so. Wie gesagt, ich bin da leider nicht ganz auf dem Laufenden. Treffen Sie Windows 11, Unterhaltung, ja, Disney, Microsoft Store, Xbox App,
Fokus. Wählen Sie auf der Taskleiste Benachrichtigungscenter aus. Wählen Sie eine Zeitspanne für Ihre Fokussitzung aus. Wählen Sie Fokus aus, um die Sitzung zu starten. Wenn man eine Menge E-Mails kriegt den ganzen Tag und zum Beispiel so Bildschirmaufnahmen macht wie ich, dann ist das vielleicht ganz sinnvoll, den Fokus des Windows auf Nicht-Stören zu setzen. Das ist nur so nebenbei bemerkt. Dann wird hier das Thema Gaming vorgestellt, inklusive der Spieleleiste, die ich selber gar nicht nutze. Sieht so aus. Da gibt es regelmäßig dann auch mal Punkte für das Spielen von bestimmten Spielen. Die Punkte, das ist sowas wie eine Währung im Microsoft-Universum. Damit kann man sich dann wieder Dinge kaufen. Zum Beispiel auch den Game Pass für einen Monat, wenn man genug Punkte hat. Game Pass ist eine tolle Sache. Damit kann man über 100 Spiele spielen, ohne dass man die Spiele kaufen muss. Dafür muss man aber zwischen 10 und 13 Euro jeden Monat an Microsoft abdrücken. Das ist der Xbox Game Pass. Übrigens bekommt ihr auch fürs Suchen mit dem Edge-Browser Punkte bzw. Credits, wie auch immer. Und auch das geht dann aufs gleiche Konto wie die Punkte, die man durch das Spielen von Spielen bekommt. PC Game Pass habe ich gerade vorgestellt. Dann gibt es noch die Xbox App. Das ist die hier. Die hat man zwingend in Kombination mit dem Game Pass. Tolle Sache. Der Hauptgrund, warum ich einen Windows-PC hier stehen habe, ist das Spielen, weil auf dem Mac spielt sich es einfach nicht besonders gut. Alles andere mache ich eigentlich mit dem Mac. Gaming Hardware, PC-Leistung etc. pp. Barrierefreiheit. Entdecken Sie Tricks und Features, die Windows 11 noch einfacher zu bedienen machen. Tools für Kreativität, zum Beispiel die Audio Recorder App. Naja, die ist sehr basic, muss man sagen. Die Übersetzung hier ist auch ziemlich basic, je weiter man nach unten kommt. Schlüssel für einfacher, was soll das denn bitte heißen? Einige Features aus diesem Artikel sind derzeit nur für Kunden in den USA verfügbar. Windows-Taste und Z, Fenster nebeneinander anordnen, das habe ich euch gerade gezeigt. Snipping-Tool, Remote-Hilfe. Öffnen Sie Cast, um Ihren PC mit einem Miracast oder WeGig-kompatiblen Display zu verbinden. Weiß gar nicht, was das sein soll. Einfacheres Bearbeiten von Videos. Da wird speziell auf Clipchamp hingewiesen. Clipchamp habe ich, glaube ich, in meiner Fotografie- und Videoserie oder wie auch immer die heißt, schon mal vorgestellt. Ich halte davon nicht allzu viel. Ich benutze kein Clipchamp. Ich benutze das kostenpflichtige Movavi. Mit dem bin ich wesentlich glücklicher. Und zu guter Letzt mit Windows 11 einfacher mit dem iPhone. Einige Features aus diesem Artikel sind derzeit nur für Kunden aus den USA freigeschalten. Ja, nochmal ein paar Tastenkombinationen, OneDrive, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, was das jetzt alles mit dem iPhone zu tun haben soll. Wir könnten uns höchstens noch hier diesen Film ansehen. Den könnt ihr euch aber auch selber ansehen. Googelt einfach nach Meet Windows 11, dann landet ihr hier auf der Seite. Könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe selber ansehen. Und wie gesagt, ich wollte das Ganze nur mal kurz vorstellen. Ich fand das auch halbwegs interessant, den Desktop-Modus mal ausprobiert zu haben. Also mit mehreren Desktops etc. Aber boah, so wirklich viel Neues habe ich an der Stelle eigentlich nicht gelernt. Und wir sind damit auch schon wieder durch. Das war das Video zum Thema Meet Windows 11, diverse praktische Funktionen und Neuerungen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut und tschüss.